Herzlich willkommen zu der Fortsetzung eines sehr, sehr geilen Spiels, das mir wahnsinnig viel Spaß bereitet hat, als ich es bei Kretschmers Kleinkram zum ersten Mal ausprobieren durfte. Oder eher nicht ausprobieren durfte, denn die Rede ist von There is no game. Und ich habe jetzt nochmal, ich hoffe natürlich, dass der sich meinen Spielstand gemerkt hat, um ehrlich zu sein. Aber ich habe jetzt einfach nochmal gestartet. Ich hatte so 50 Minuten schon gespielt und hoffe, dass wir jetzt an der Stelle auch wieder einsteigen können. Oh Gott, es geht einfach genauso weiter. Geht einfach, nein! Wie komme ich? Ich habe schon wieder vergessen, wie ich reinkomme. So, wir versuchen es auf jeden Fall mal. Ich gucke mal, vielleicht klicke ich mich ansonsten einfach ganz schnell durch und wir spielen es dann einfach am Stück oder so. Und ich schneide den Rest. Irgendwas werden wir hier schon finden. Ist das das Spiel? Ja, ne? Oder nicht? Hinter den Kulissen. Ich guck's mir einfach mal an. Obwohl ich glaube, das ist der erste Part. Naja, das ist der erste Part. Nein. Da will ich weg. Zurück zum Hauptmenü. Verlassen. Und das zweite Kapitel starten, weil da haben wir uns, glaube ich, das letzte Mal haben wir das zurückgelassen, dieses Nicht-Spiel. Und ich muss sagen, es hat mir, wie gesagt, wahnsinnig Bock gemacht. Ich bin richtig gespannt, was jetzt passiert. Kurz zur Einführung, ist völlig okay, wenn ihr den Anfang nicht mitbekommen habt. Das ist ein Spiel, was sich mehr oder weniger nicht spielen lässt. Oh ja, ich erinnere mich. Und was einen ständig vom Weg abbringen will, dieses Spiel zu starten. Und das ist auf jeden Fall ein kniffliges Rätsel, wo ich bisher hängen geblieben bin. I think I went to sleep for a minute. Where are we? Izzer, are you here? If you're here, show me a sign. I'm not alone. Why on earth did you touch the bug? I warned you about it. Look where that grass, somewhere. I don't know where. Ja, jetzt this place is very strange. What is it? Some kind of television? Maybe we should not touch it. Geist, Besessenheit, Poltergeist. Wie gesagt, das Ganze erinnert mich auch sehr an Poltergeist. Wie das eben auch schon anfing, mit dem Fernseher, der näher kam, mit dem Monitor. Kein Bildsignal, das ist hinten. Mache ich gleich. Hier steht 5552368. Ich kann das aber hier nicht irgendwie abzupfen. Das wird aber sicher noch wichtig. Küsschen aus der Getriebefabrik. Ich bin immer noch sicher, dass ich irgendwie diese Marke hier abziehen kann. Da ist ein Zahnrad drauf, das brauche ich sicherlich, sobald ich den aufgeschraubt habe. Aufschrauben kann ich aber nicht. Und das ist das Komische. Ich kann ihn anschließen, okay. Ja, und... Ah, okay, ich kann nicht denn die... Ich dachte gerade, vielleicht kann ich die ja auch rausziehen. Das hatte ich nämlich noch nicht probiert, aber das sind ja auch nur Stereo-Kabel. Den Sound. Ich bräuchte halt irgendeine Art von Schraubendreher. Ach genau. Oh nein, diese Monkey Island Drehscheibe. Oh, das habe ich halt echt nicht gecheckt. Okay, wir gehen das nochmal systematisch durch und gucken jetzt genau, was es ist. Also eine Bombe, eine Stoppuhr, ein Skelettkopf, eine Schatzkiste, ein Brief, eine Lupe. Das ist schwierig. Wird jetzt, also ich denke jetzt direkt an Kaffee. An zwei Kaffee, die jemand hält. Aber das ist ganz sicher kein Kaffee. Was kann das Buch? Ach, das ist ein Lesezeichen hier. Ne? Das ist ein offenes Buch. Ich lese in dir wie in einem offenen Buch. Und dann sind hier diese... Okay, und die Farben sind blau, grün, rot. Das sind aber nicht die Farben hier. Okay, das kann man schon mal... Hier sehe ich was mit rot, grün. Kann ja sein, dass das gleich relevant wird. Aber... Was genau muss ich hier machen? Ich muss mir jetzt erstmal genauer angucken, was sich eigentlich verändert. Ob sich überhaupt was verändert. Vielleicht muss ich auch noch mit den Zahlen erst noch irgendetwas machen. Zwei, drei, sechs, acht.
Okay, da ist ja, also hat sich bisher nichts getan. Ich gehe aber nochmal weiter. 516, 516, erinnert mich das an irgendwas? Das hier sind zum Beispiel zwei kriegerische Symbole, könnte man sagen, Bombe und Pistole. Das hier passt schon wieder nicht. Die Feder zum Buch passt auf jeden Fall. Die Brille zum, oh, das sieht Kiste, Kaffee. Was ist das hier nochmal? Das kann ich nicht so ganz. Die Stoppuhr könnte, also was könnte das hier sein, was es stoppt? Was soll das sein, verdammt nochmal? Lass einmal kurz irgendwie rumdrehen, ob und dann vielleicht, jetzt, es sieht halt jetzt aus wie eine Kaffeemaschine, verdammt nochmal. Aber okay, jetzt, es ist ganz sicher keine Kaffeemaschine, aber es gibt einen Kaffee. So, aber was könnte dieses Instrument hier, was ist das für ein komisches Ding? Das sieht aus wie ein Helm oder so, den jemand trägt, aber es ergibt keinen richtigen Sinn. So ergeben aber auf jeden Fall einige dieser Sachen Sinn. 4, 2, 8. Nur, ich kann ja nichts anfangen mit den Zahlen. Wow, that doesn't look very sturdy. Ach, wahrscheinlich kann ich das doch irgendwie kaputt machen. Oh, ja, jetzt, okay, das ganze Thema hat sich, jetzt kommt erst das Rätsel. Endlich mal, das ist mein Spiel. Los, komm, alles, komm, alles muss kaputt gehen. Es reicht nicht. Das erinnert mich an, an den Dark Souls-Moment mit dem kaputten Fernseher. Man sollte eine Flasche drauf werfen. Ah, da. Jetzt geh doch endlich kaputt hier. Das ist ja wie Day of the Tentacle. Don't tell me you've broken another coffee cup, Watson. Watson. You called, Holmes? Holmes? Is it me or is there an echo all of a sudden? Watson, did you hear that? Affirmative. Das ist ja wirklich Hammer, da bin ich jetzt total überrascht. Human about that scream. Mach mal ein bisschen lauter. It seems to be coming from our dear neighbor Wilhelm's home. Let's go take a look, shall we? All of this is most exciting. Das ist so wahnsinnig toll gerade. Hier das, ach ja, hier. Das kenne ich doch. Das ist doch auch. What on earth is going on? Hey, those look like interaction icons. I think we're in a game. Oh goodness, we can't stay here. Do the icons in the game work? Das ist so abgefahren. Wir sind ja jetzt wirklich in einem Spiel. Endlich habe ich mal ein Spiel. We're trapped in this world, just like these fictional characters. A world where it's impossible to tell what's real and what's an illusion. User, we've probably entered a different video game dimension. Do something, anything. It's what you do best. Find a way out, please. We should not be here. Ah, die Icons gehen auch gar nicht. Ja gut. Dachte vielleicht. We must avoid running into those characters again at all costs. I fear the consequences. Es ist so toll, weil es ja irgendwie, es ist dann doch wieder kein Spiel, aber es erinnert an Spiele. Okay, aber jetzt nehme ich das Ding hier. All of this is Mr. Glitch's fault. He's got something in mind, but I don't know what. Okay. Ich dachte, ich werde es gleich da unten benutzen, aber... Ah, nee. Bringt gar nichts. Und hier? What have you done now? Did you take off one of the game's icons? Or the one with the bent corner? And just, what do you plan to do with that fist? Das ist eine wirklich gute Frage. Bam, bam, bam! When I asked you to find a way out, I was talking about this dimension. The room! Kommt trotzdem hier raus. Something written on this strange hatch. Da nehme ich die Lupe für die Luke. Ja. Wie kann ich... Ach so. Nee? Ah! Oh. Damit vielleicht auch nicht, ne? Okay, jetzt... Something written on this strange hatch. Ja. Ich brauche die Luke. Lupe. Okay, Lupe... Das hilft mir jetzt aber auch gar nicht. Das hilft mir ja wirklich gar nicht, ne? 4, 2, 8, Loop. Nee.
There is something written on this strange hatch. Okay. It leads too small to read. Ja, aber ich kann sie doch nicht nehmen. Was soll ich denn damit machen? Wir gucken erstmal weiter, was ich hier noch machen kann. Das bringt schon aber nichts, auch wenn es leuchtet. Kann ich noch mehr abschneiden? Ich will ja eigentlich, ich will es gar nicht versuchen. Nee, schau mal nicht. Okay. Kann ich die Dinger... okay. Jetzt kann ich das vielleicht hier so abhaken, ne? Da! And there we go. Endlich! I just tear everything down. And what are you going to do with that stamp anyway? Put it on an email? Um ehrlich zu sein, habe ich auch keine Ahnung, was ich mit dem Ding jetzt mache. Ein Zahnrad. Okay, ich brauche die Lupe. Oh, geh doch ab. Okay, nochmal gucken. Hier ist doch die Lupe. Was kann ich? Lupe, Feder, Stock, Pistole, Dingens, Kaffee, Musik, Schere. Ja, aber das... Hier was abschneiden vielleicht. Das ganze Ding dahinter. Ach, ich habe auch noch die Faust. Oh. Das wollte ich nicht. Aber das bringt ja auch nichts. Okay. Okay. Da gucken wir, hauen wir doch mal hinten drauf. Hier vielleicht? Scheiße. Damit. Mann! Oh, ich habe noch eine Idee, aber das wäre gemein. Na gut, wenn es geht, dann geht's, ne? Aber es geht nicht. Scheiße. Es ist schon ganz schön geil. Aber ich, also richtig, jetzt gerade will es mir nicht so richtig klar werden, was genau ich hier eigentlich machen kann. Aber wie gesagt, es ist, ich hoffe, ihr habt noch Geduld, weil ich habe sie noch. Kann, wenn ich das Ding hier drauf, das bringt alles nichts. Okay, so. Wir gucken hier nochmal vorne rein. Irgendwann, ich will erstmal gucken, ob hier irgendwas noch leuchtet. Wie gesagt, nur das hier. Ach, ablecken, okay. Oh, that's disgusting. Aber was kann ich denn jetzt mit der abgeleckten, mit dem abgeleckten Getriebe vielleicht... Nee, warum denn? Warum sollte ich sie wieder dahin hängen? Oh, Moment, da muss man auch mal kurz... Hier ist ein Totenkopf. Und hier ist ein Telefon. Totenkopf-Telefon. Da kann man doch mal gucken. Totenkopf... Ist hier ein Telefon? Ist das hier vielleicht... Nee, ist kein Telefon. Es ist halt einfach kein Telefon. Okay, die abgeleckte Briefmarke. Das ist sicher so ein Rätsel mit der Lupe, dass man, sobald man es weiß, weiß man's. Aber vorher weiß man's nicht. So viel weiß ich. Quiet! Mr. Wilhelm, open the door. It's your neighbor, Sherlock Holmes. It will never work, Holmes. What we need is a key. A key to open a door? You disappoint me, my dear friend. Be more creative. Make more daring associations. And think in four dimensions. You mean like you're doing now? Ich will dieses Spiel spielen. Also ich will unbedingt, ich wusste nicht bisher, dass ich sowas will. Aber ich will Sherlock Holmes und Watson in einer Day of the Tentacle World. Das hier ist doch eindeutig ein abzunehmendes... wegzunehmendes kleines Münzstück. Sammel es auf. Da mit der Hand. Nee. What was that sound? A lost penny. Nicht wie ich gedacht habe, aber es hat funktioniert. Your lucky evening, my friend. Und jetzt kann ich es nehmen, ne? Vielleicht auch nicht. Another penny. I'm going to be rich. You'll finally be able to pay your share of the rent. Es ist wirklich sehr lustig. Verdammt gut. Okay, hier steht die Nummer 7. Warte mal, sind hier nicht auch Zahlen?
hier. Ah, da wo ich auch schon Tea Time. Nee, das war ein Telefon, ne? Naja, manche von den Sachen ergeben Sinn, manche nicht. Ich guck nur nochmal, hier ist auch nochmal eine 7. Okay. Können wir scheinbar wirklich noch nichts machen. Apropos nichts machen. Das hier hatten wir schon, hatten wir auch schon. Okay. Wenn ich das hier mache... Hier geht das jetzt nicht. Aha. Huh. Kann man ein blaues Auge... Nee. Das will ich nicht probieren, aber geht auch nicht. Gut, danke, Spiel. Okay. Ich brauche die Münze, natürlich brauche ich die Münze, um hier hinten aufzuschrauben. Okay. Wie kriege ich sie? Hier kann ich sie ja nicht kriegen. Scheiße. Das geht echt nicht. Aha. Okay. Ach, das passiert hier. Das hat gar nicht hier mit... Okay, Moment. Das passiert, oder? Wenn ich hier... Ja. Okay. Beim nächsten Mal werde ich das mal woanders ausprobieren. There must be a leak. I hope you're not speaking of yourself, my dear friend. Was? Ah. Wie kann ich das hier zum Vibrieren bringen? Geht scheinbar auch nicht. Den Mond abschneiden? Hm, scheinbar nicht. Kann ich die Tür nicht einfach aufhauen? Don't make a sound, user. Not a sound. Ich verstehe schon. Aber ich will doch eigentlich was ganz anderes. Okay, wie kann ich, wenn ich jetzt hier hingehe, ist... Nee, dann ist das Ding weg. Ich muss innerhalb des Bildschirms diese Münze wegkriegen. There is something written on this strange hatch. Unfortunately, it's too small to read. Ups. Ich habe das Gefühl, als ob ich was sehr Einfaches, sehr Dummes übersehen habe. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht kommt diese Lupengeschichte einfach erst später, nachdem ich das Problem hier gelöst habe. Aber eigentlich brauche ich als allererstes diese Münze. Wenn ich hier gegenhaue, weil er auf der Seite drückt oder so... Okay, ich guck einmal Help. Ja. Danke. Das weiß ich doch. There is something written on this strange hatch. Unfortunately, it's too small to read. Okay, ich klicke noch einmal auf Help. Ja, das weiß ich auch. Was heißt eigentlich ein Schloss, zwei Schlösser? Ich würde jetzt einfach mal annehmen, dass das so ein bisschen die Reihenfolge widerspiegelt, in der man die Lösung angehen soll. Kann ich ja noch einzeln noch draufklicken? Ah, okay. Nee, hier will ich.
Hat du die geknickte Ecke des Papiers bemerkt, bevor die Münze daran festgeklebt ist? Die geknickte Ecke des Papiers, bevor die Münze daran festgeklebt ist. Okay, das ist sehr interessant. Da werde ich jetzt aber wirklich gleich nochmal... Da gucken wir jetzt mal. Da sind tatsächlich zwei geknickte Ecken. Verdammt noch. I'm getting a feeling of déjà vu. Okay. Kurz mal gucken, ob ich was zwischendurch gleich machen kann. Leave that coin on the folded inventory paper. Ah! Stop cheating, for goodness sake! Holmes, I have the impression that there is whispering going on around us. A sort of voice with a Russian accent. But I'm not! There, did you hear it? The only thing I heard is the gentle rustling of the wind. With a Russian accent. Geil! Okay, jetzt kriegen wir einiges gelöst. You certainly have a thing for tinkering. Allen voran diese Rückplatte. That's not a good idea, user. Das sagst du ständig. No. Where are the monitor circuits? Looks like the set of the game, but seen from the other side. Ach, das ist so lustig und so kreativ. Das ist wirklich beeindruckend. Also Hammer, absolut Hammer, geile Idee. Okay, aber jetzt wieder in das Spiel hinein. Was kann ich machen? Hier erstmal hauen. Nein. Okay, kann ich hier die Farbe auch nicht. Kann ich mit irgendwas lösen? Auch nicht. Das hier vielleicht abhaken? Nein. Farben auch nicht. Ich verstehe nicht, warum das leuchtet, wenn es doch wahrscheinlich leuchtet, ist, weil man da etwas machen kann. An der Stelle, aber eben nicht mit dem Item. Ah, kann ich das hier so ziehen? Ja! Das ist doch mal was Geiles, Neues. Ah, und dann gucken wir mal... Wir achten mal drauf. Ach klar, ist ja ein anderes. I know what you're going to do. Don't you dare go help them out. Nicht mal ich weiß, was ich hier mache. Aber ich nehme an, ich werde den Boys jetzt mal ein bisschen helfen. Die Tür aufzukriegen. Die Tür ist ja dann hier, ne? Ah. The door they're trying to open is really stuck. Leave it alone, please. Yeah! User, you're really irritating! Aha! My Bartitsu techniques have gotten the better of this door. Come, Watson, let's go inside. Don't go with them! Jetzt möchte ich aber erstmal gucken, ob ich hier nicht doch noch andere Sachen machen kann. Aber scheinbar nicht. Hier oben der Mond. Man möchte ja schon irgendwas in diesem Raum noch machen. Aber es soll wohl nicht sein. Ha. Bringt das noch irgendwas? Weil ich dachte, da kann man den Mond irgendwie lösen und dann mitnehmen oder so. Mr. Wilhelm, are you there? It's far too dark in here. I can't be expected to walk around in the dark, Sherlock. So try to find us some light, Watson. Licht, Licht. These characters are trapped in the dark. We're lucky. Let's cross our fingers and hope that they can find the light. Correction. Let's cross our fingers and hope that you can find the light. Fixing a machine with a stamp. How logical. Just in case, I hope it's not connected to a light source. Yeah! No. Where is the fake moon going? I hope it's not... Oh, I knew it! Well done, Watson. We can finally see better. I get the feeling that Mr. Wilhelm is redecorating. I don't recall him having a view of the moon.
This place scares the living daylights out of me. Mr. Wilhelm, are you dead? Holmes, he's floating. Watson, what has he got on his face? Mr. Glitch, oh no! It looks like some sort of relatively thick monochromatic parasite. And it's serious? You're a disgrace to the medical profession. Let me take a closer look at it. I, for one, would rather keep my distance from that thing. Was ich auf jeden Fall haben will, ist die Lupe. Weil ich ja scheinbar diese Lupe so nicht bekomme. Aber es ist alles sehr weird hier. Erstmal gucken, ob ich nicht irgendwas vielleicht... In his condition, I would prescribe aspirin. Poor soul. It looks painful. Is it just me or did the red letter move? Welcher rote Buchstab? Buchstabe? Ah, der! Okay, okay. I can't stand hearing him scream. Finish him with your Bartis bones. It's unbearable. How dare you steal from Mr. Wilhelm's scream? Put that edge back. Ich hab den fucking Wilhelm-Schrei. Oh, es hört hier nicht auf, geiler und geiler zu werden, okay. You have no business with this letter H. User, no more playing around. Go back to the room we started in. We might be able to find our exit. Man kann ja wirklich mal gucken. Das H hat aber hier nichts zu tun. Wenn hier eine Suppe wäre, dann... oh. Das Telefon aber... Does that sound like a ringing bell? I think it came from this odd device. Oh yes, Mr. Wilhelm told me about it. It's a prototype of Antonio Mucci's telephone. It allows you to communicate with another person from a distance instantly. I say, and how many of them exist? This is the only one of its kind. So it's useless. It's useless. No more playing around. Es ist so geil. Der einzige Telefon. We might be able to find our exit. Es ist vielleicht gar nicht useless. Vielleicht können wir irgendwas damit usen. Das wäre aber auch echt weird gewesen. Okay, was ist... Aber ich meine, das Ding ist ganz sicher nicht nutzlos, denn ich hab's ja hier eingesteckt. Das hier ist noch was. Was ist denn... Was ist das eigentlich hier für ein Ding? Ja! I think you've lost an eye. I'm going to be sick. No, I can't. I'm a program. User, no more playing around. We should go back to the room we started in. We might be able to find our exit. Ich drücke jetzt mal auf Help, um zu gucken, ob hier noch irgendwas ist. Oh, das Telefon. Okay. Na gut. Da kümmern wir uns gleich darum. Something written on this strange. Ja, ja, das Auge drauf wäre. It's too small to read. Nee? Wieso denn nicht? Oh! Okay, das... Nein! Ich will dieses dämliche Ding jetzt loskriegen und ich verstehe nicht ganz, warum das einfach... Ich meine, klar, dass es, dass das Haar nichts bringt, ist irgendwie logisch, aber... Okay. Scheinbar kann ich hier, ich kann zwar sehen, dass ich hier noch was machen muss, aber ich komme ja einfach nicht hin. Dann schauen wir jetzt erstmal weiter. Das hier... Immer noch nicht Notwehr. Ach, Telefon vielleicht. Vielleicht ist das am Ende eine Nummer, über die man die erreichen kann. Ah, schwierig. If you were thinking about moving that fake wall, forget about it. The marks on the ground show that a piece of rail is missing. Or a letter of the alphabet. My money is on a piece of rail. Wait, did you just use a letter from an onomatopoeia to fix a rail? But that doesn't make any sense. You might as well use, I don't know, a monkey to work an hydraulic pump. Ja, it's dumb.
But what really gets me is Monkey Island, ne? Monkey Ranch, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall war das ein ähnliches Rätsel damals. Genauso dämlich, einen Affen als Schraubenschlüssel zu finden. Man kennt, wenn man das Wortspiel kennt, ja, aber im Deutschen nicht. So. Ah, es läuft doch hier, Leute. Es läuft. Warte mal, soll ich das? You just swiped their mining fine glass. The feast wasn't enough for you. I just hope they won't figure it out. Eine Faust ist nicht genug. Developers only. One more rule you're going to be able to break. Der kennt mich schon ganz gut. Oh, was denn? Mit der Faust? Did the game crash? Echo, echo, echo. Ah, I think I know where we are. It's a dictionary. This is where all the things that are used in the game are stored. A kind of hidden library. Only the developers can access this section. Hence the secure hatch, I suppose. Erstmal alles anklicken. Das Eis hier zum Beispiel finde ich doch interessant. Es müsste doch möglich sein, das irgendwie sich zu besorgen. Nichts davon. Die Karte! Komm, irgendwas! Ernsthaft? Irgendwas? Oh, ihr seid mir aber auch ein paar fiese Möppen, ey. Kann nicht sein, dass kein einziger dieser Gegenstände irgendwas Wichtiges für mich bedeutet. Das glaube ich nicht. Das will ich nicht glauben. Okay, nochmal logisch denken. Also, wir haben ein Auge, eine Faust, ein Vergrößerungsglas und eine Münze und wir brauchen immer noch dieses Leckmaul, warum auch immer. Ich glaube, wir brauchen es. Da ist eine Schatzkarte, ein Spielautomat, irgendwas Leuchtendes, eine alte Musikkassette. Der Magnet schaut mich glücklich an. Den hätte ich gerne. Der zieht mich sozusagen magisch an. Ich kriege ihn aber nicht. Ich kann nichts davon anklicken. Ah, was ist da drin? Nee, auch nicht. Ich kann das auch nicht aufmachen oder so. Keine Ahnung, was das alles bedeuten soll. Komm, ich drück mal Help. Kein Hinweis. Na gut. Kommt vielleicht. Vielleicht müssen die hier reinfallen. I told you I had my magnifying glass in my hand, Watson, and it suddenly disappeared. There you go. They figured it out. That voice. It's the ghost, Holmes. The Russian ghost. But I'm not Russian. Achso. Mr. Wilhelm, you never told us you were such a talented ventriloquist. He's not the one speaking. I am. My name is Game. I'm a computer program. I'm with a user, a human. And we're trying everything we can to get home. Do you know how we can exit your game? Game? What game? Your game. You are aware that the world you're in isn't real, don't you? You don't know that you're in a video game, is that it? I'd rather look for my magnifying glass than continue listening to your mad jabbering, Mr. Wilhelm. But he's not the one! User, I think we're going to need Mr. Glitch's help. If he brought us into this dimension, he will probably be able to get us out of here. What's a video game? There's got to be a way to get it off. Maybe some kind of ritual? Unless, of course, you've got the number for the fire department. Ja, ja, also irgendwas mit der, ne, hier mit dem Telefon und der Nummer. Aber ich kann das Telefon ja. To make a phone call? You can see that it's much too small. It's just pixel proof. Nice zoom in, user. I knew that mining fine glass was a good idea. Well, this telephone chair is strange. It's like a mist puzzle. Who are you going to call with this thing? We don't know anyone here. And he said it's the only one of its kind. Wo ist es?
2, 3, 6, 8. Die ganze Nacht. 2, 3, 6, 8. 2, 3, 6, 8. Die ganze Nacht. Die ganze Nacht. 2, 3, 6, 8. Ruf jetzt an. 2, 3, 6, 8. Ruf an. It works. There's a connection. That's strange. The teletrophone is making that odd noise again. Someone seems to be trying to communicate with us. It's the video ghost, Holmes. Come on, Watson, pull yourself together. It's probably Mr. Mucci who made a second one and is testing it. Mr. Sherlock Holmes speaking. A disenchantment ritual? You'll have to find another dupe, madam. Goodbye. Is it a video game? No, a teletrophone scam. User, this Sherlock Holmes fellow is not very cooperative. Das ist wahr. Vielleicht muss ich etwas anderes. Kann ich wieder wählen? Ah, okay, dann muss ich wohl etwas anderes wählen. Und ich brauche ja dieses Ritual. Vielleicht kann ich eben wirklich irgendeine... Ja, was passiert hier noch? Schau mal, nicht viel. Vielleicht kann ich da hier wirklich irgendwie meine Nummer zusammenbekommen. Aber Moment. Einmal kurz gucken. Das sind aber 4 Nummern. 4 Nummern, 3 Löcher. Das ist doch doof. Das ist doch Stuhl. Nicht, dass das... ich probiere mal 4, 2, 8. Einfach nur, also... Auch das die ganze Nacht. 4, 2, 8. Das kann aber natürlich nichts bringen. Ich will es nur einmal gemacht haben. Nein, gar nichts. Okay, das kennen wir. Where is that magnifying glass? I'm going to find it eventually. Ich meine, nochmal anrufen ist Quatsch, oder? Soll ich es nochmal versuchen? 2, 3, 6, 8. Ich versuch's nochmal. Ich glaube, das bringt nichts, aber. And playing with the light. That Watson gentleman needs to pick up the phone instead. Ja, aber das ist halt schwer. Wie soll das denn klappen? Er läuft hier hin. Er geht ja auch nicht weg. Die Münze. Vielleicht die Münze ihn wieder so in Locken irgendwie. Where is that magnifying glass? I'm going to find it eventually. Das hatten wir ja schon. Kann hier auch nichts bewegen. Ja, das Telefon, ne? Man sieht's ja gar nicht. Nee. Shit. Wenn ich hier rausziehe. Okay. Ich mach mal wirklich einen. Ich möchte jetzt weiterkommen. Aber ich habe das Gefühl, ich müsste Watson irgendwie hier reinlocken, dass er verschwunden ist. Und dann kann ich, nee, nicht Watson, sondern Sherlock Holmes. Und dann kann ich potenziell mit Watson das Telefon beantworten lassen, aber... Jetzt hier kriege ich ja nicht, entweder ich kriege das Telefon auf die linke Seite oder ich kriege Sherlock Holmes auf die linke Seite. Er läuft hier zum Mond, vielleicht wenn ich den Mond wieder ausstelle. Aber das geht nicht. Oder? Nee, geht nicht mehr. Aber ich
kann ja noch mal einen Raum zurück und gucken, ob ich hier den Mond wieder zurückschalten kann. Ja. You just plunged our friends in darkness, user. That's not very nice. Mind you, nothing you do even surprises me anymore. It's dark again over in this corner. I say, there's a bit of light over by the entrance. I may have lost my magnifying glass here. Well done, user. That character isn't by the communication device anymore. Genau so wollte ich's haben. Kann ich denn wählen? Die Scheibe meine ich natürlich. Kann ich jetzt nicht, ne? Ah, kacke! Okay. Nee, schauen wir nicht. Ah! Scheiße, Dreck! Okay. Kein Hinweis. Das war doch aber schon mal gut. Aber was ist denn, wenn ich jetzt es wieder zurückdrehe? Ich wette, das geht dann wieder genau so hin, wie es war. Und ich habe nichts gewonnen, glaube ich. Good. We might finally be able to use this teletrophone in peace. Na gut, probieren wir es mal. Er steht jetzt woanders. So, wisst ihr noch, wie ging's? Da-da-da, die ganze Nacht. 2, 3, 6, 8. Bä-bä-bä-bä. Ich hab doch gar nichts gemacht. Egal, du zahlst trotzdem. Hey, was? So? I think you're going to have to answer, Mr. Watson. Holmes, the Russian video game is speaking to me. Pick up the phone, dammit! Very well. Are you a video game too? Yes? 3 steps for a successful disenchantment? I'm listening. Ah, that's what we're interested in. There must be a full moon. As luck would have it, it's not the case. Cover the victim with snow? It's the middle of May. Then gently place a large cherry on top. Is this a ritual or a cake recipe? So, let me summarize. Full moon, snow, big cherry. Thank you, madam. We're screwed. Ja. Aber sowas von. Okay. Ich habe das Gefühl, als ob ich den Mond anmalen muss, irgendwas machen muss, so vielleicht. Oh, da ist ja schon wieder was. Geil. And the award for Unscrewer of the Year goes to the user. I voted for you. Ja! Das Maul, das Schleckermäulchen. Ja. Ja. Nee, kann man nichts mit machen. Ja, dann ist das halt so. Wir machen das jetzt auch mal anders. Wir brauchen einen anderen Mond. Hier kann ich den Mond doch wechseln, oder? Ach nee, ich dachte vielleicht, da kann ich irgendwie... Nee. Okay. Wie kriegen wir den Mond voll? I'm completely in the dark. I'm terrified. Yes, excellent. If you see my magnifying glass, let me know. I hate you. Kann man ihm nicht irgendwie Angst machen? Nee, nicht wirklich. Okay, scheinbar kann man hier im Moment erstmal nichts machen. Aber das soll dann halt so sein. Noch einmal geguckt? Nein, alle Hinweise weg. Also, Vollmond, Vollmachen, Schnee. Schnee, das sind alles so Dinge, die kommen später, würde ich sagen. Alles schon 100 Mal probiert, aber man kann ja jetzt auch nochmal alles ablecken. Das ist doch irgendwie gar nicht verkehrt da. Ich hab's doch jetzt angeleckt, wenn ich jetzt noch irgendwas helles, gelbes da dranhängen könnte. Vielleicht finde ich ja hier was. Moment, da war doch gerade was helles, gelbes. Was hier? Ich will nichts mitmachen. Also dieser Raum hier, der muss doch auch irgendeinen Sinn haben. Das Eis, komm, schleck das Eis. Nicht mal das Eis will er schlecken.
Ah! Ah! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ho 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 ho! Ho 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 ho! Whoa! Whoa! Ice cream! Maybe it can be used as snow. After all, it's just water in a solid state. But how can we get it? Well done, Jem. All that's left is the cone. How can we fill it up with snow again? All we've got on hand is a game and a TV. Da habt ihr jetzt nicht mehr mit gerechnet, ne? Dass so viel geiler Krimskrams noch passiert, dass ich so smart agiere, bevor man überhaupt nur den Help-Button drücken konnte. So, aber was mache ich denn jetzt damit? Das Auge? Nee, das sieht dann nur aus wie Eis. Okay, wir gehen hier nochmal hoch. Und hier ist auch nichts. Hier hinten waren Farben. These cans of paint make me think of the three primary colors. Red, blue and yellow. Except we're inside a cathode ray screen with a video signal, which is a mix of red, blue and green. Without a paintbrush, there's no point anyways. Ja. Why am I talking about mixing colors? Es ist tatsächlich, das Hauptproblem ist, dass wir keinen Pinsel haben. Ja, das sehe ich genauso. Aber dann könnten wir hier einiges machen. Dann könnten wir uns nämlich einfach Schnee zusammen mixen. Okay, es geht mit der Zunge. Nein. Moment. Habe ich nicht gerade alles zusammengemixt? Habe ich gerade nicht... Jetzt, oder? Nein, warum ist der jetzt grün? Wie kriege ich denn weiß? Alles gleichzeitig. Das war jetzt Richtung... Hier ist es jetzt. Wie kriege ich es ins Weiße, indem ich rot... Nein, jetzt ist es zu viel rot. Und jetzt grün. Jetzt wird es wahrscheinlich gelb, ne? Ja! Und jetzt vielleicht blau. Oh, ich werde wahnsinnig. Ich understande das nicht. Ja, ja, ich mach, jetzt mache ich nur noch wahllos. In der Hoffnung, irgendwie zufällig. Nee, ich krieg... Aber es ist ja auch Quatsch. Alle drei zusammen ergeben doch nun mal nicht weiß. Gelb wird zu grün. Grün bleibt bei grün. Grün-rot wird zu gelb. Das wird zu blau. Aber eigentlich müsste es doch zu grün werden. Jetzt wird's zu hell. Und wann wird's denn endlich mal zu... Nein. Und jetzt vielleicht? Nein. Und jetzt? Nein. Ich bin hier auf einem Holzweg. Auf der Holzzunge. Alter. Ihr dreckigen, miserablen Hunde. Ich hier irgendwas schlecken. Ich habe eine Idee. So, als erstes machen wir jetzt mal eine Sache. Und zwar machen wir mit Gelb den Mond hell. So. Ach, jetzt will ich einmal... Ich will doch nur Gelb. Gelb ist einfach Rot und Grün. Da. Okay, so, jetzt schauen wir doch mal weiter. Oh, das war eigentlich auch was mit den Farben, ne? Das sind auch wieder die drei Farben, verdammt nochmal. Naja, das machen wir alles gleich. Okay, so. Ja! What a fantastic full moon. I hope the game won't get wise to us. Okay, jetzt machen wir als allererstes mal den Kram wieder zurück.
Jetzt bleibt aber immer noch Schnee. Gehen wir erstmal raus. Gehen wir zurück zum Farbmixen. Der Farbmixer mixt den Farb. Ey, das ist so dämlich. Das hat doch alles voll den. Das ergibt doch alles voll den Sinn. Bestimmt gibt es da schon voll die logischen Dinger dahinter. Und ich komme einfach nicht drauf. Ah, hier unten kann man ein Auge mit dem Auge auch was machen. Okay. Ein Auge drauf werfen. Ne? Kann man sicherlich. Was? Es geht? Die Kirsche! Natürlich! Nein! Nein! Ja! A big red ball, like a juicy cherry. Do you think it will do the trick? Let's hope so. First, we need to pile the snow on him. Aber ich habe noch nicht einen Schnee, ich weiß nicht, keine Weißen kriege. Aber jetzt mal ernsthaft, wenn ich diese drei Farben mische, kommt doch nicht weiß bei raus. Es ist doch nur mal einfach so. Also wenn ich jetzt diese drei Farben irgendwie mixen könnte, vielleicht, ne, aber ich kann ja, hab ja nur die Zunge. Jetzt gerade habe ich gelb. Eigentlich müsste ich doch jetzt blau machen, also, oder? Ein bisschen blau? Aber dann ist es halt hellblau. Und jetzt ein bisschen rot? Es ist lila. Und es ist ein bisschen grün. Aber ich komme einfach nicht, natürlich komme ich nicht ins Weiße, weil es Quatsch ist. Wenn ich jetzt lila hätte... Kann ich doch mit irgendwas anderem... Halt auch nicht, ne? Kann ich das zusammen kombinieren? Auch nicht. Okay, komm. Das kann nicht so schwer sein. Wir haben bereits grün. Okay, komm, ich komm einfach nicht drauf. Ich komm fucking einfach nicht drauf. Ja, aber das weiß ich doch jetzt schon. Na gut, okay. Guck ich erstmal, ob ich nicht die Farbe hier rein... Nee, ne, geht nicht. Kann ich die Farbe hier vielleicht... Ja, sobald ich den Schnee hätte, ja, okay. Komm, das war kein richtiger... Wo könnte man Schnee... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ah, natürlich! Ah! So dumm, ey! So dumm, ey! Zack! No! TV Snow! I'm impressed, user! Let's hope that this snow will do the trick! Oh Mann, ey! Wie dumm! Aber auch wie geil! Wie geil einfach! Oh Mann, ey. Ah, ist das geil. There und die Kirsche. Sorry, Mr. Wilhelm. It's for your own good, I think. Okay. Das ist ein riesiges Eis. Why isn't anything happening? Look, it's starting. Watson, Mr. Wilhelm just exploded like a beached whale. Perhaps he was allergic to cherries.
I'm finally free of that ridiculous pride. This trip has been more difficult than imagined. Mr. Glitch! Game, you again? Did you from me? We were transported here by accident. We? No, it can't be true. You brought the user with you. You're such a pain in the neck. And you wonder why she left you. I won't let you speak of her. Anyways, I have to go. This isn't the dimension I was aiming for. So, good game. No! We have to follow him! But this painting just blotted away! And I feel like it's backwards. Are you talking about your trousers, my good man? How are we going to get past it? Habe ich den Glitch jetzt auch? Ah! Now the painting is the right way round. At least I think so. The passage is open again! Come, Holmes. Let's follow the rainbow ghost. Come then, Watson. It's probably just a large flying insect. So, if I understand right, some things seem to be affected by this bug fragment. It's like it reverses them or something. Who cares? Let's follow them. Ja, wirklich? Oder ist hier noch was? Na gut, okay. Where is the exit? I can feel it here. Take us home. But why, game? You're not happy here with your new NPCs? NPC? Oh, did not know that. Sorry, I meant new friends. Watson, stop conversing with this beast. You're making me uneasy. Their AI doesn't seem too bright. Where are you trying to go, Mr. Glitch? To a place where I will be able to unleash my evil plan. What plan? The one that will let me... What? What did he say? Is this guy just right in the middle of a game? How barbaric! We're missing the explanation of his evil plan. 516. Let's find the numbers. We need fast, user. Hä? Aber die Zahlen sind nicht da. I wonder if it's related to that strange disc. Ja, ist es. Okay, wir gehen nochmal zurück. Aber ich hab's doch richtig eingestellt. Da ist nur die Bombe. 5, 1, 6. Blau, grün, rot. Also 6. Do you think this copy protection system really existed? I doubt it was effective. On the other hand, it must have been good for the photocopier market. Nichts davon bringt was? Kann ich das vielleicht oben verändern? Ich krieg halt keine 6, das That's ist so... weird. The disc has numbers that cannot be entered. 3, 1, 5, ja, ich krieg die 6 nicht. If only the system had asked us for other symbols. Das kann ich aber leider nicht verändern, ne? Vielleicht kann ich dagegen hauen. Oh, you find a trick to get us out of this, user. Okay, so, wir haben also nur die Zahlen, also das ist eine 5, die haben wir. Also 1, 5, 3, 4 haben wir. 1, 5, 3, 4. Could this glitch fragment be of any use to us? Hier? Nee. Das hatten wir ja schon. Shit, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber was ist das? Eine 4 ist auch... Ist das... Nee, ist aber nur eine 4, ne? Ja, aber ich glaube, die 2... Die 5 ist wichtig. Also, 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Das also nicht. Das auch nicht. Ja, okay. Jetzt können wir die Farben. Rot, grün, blau. Rot, grün, blau. Also 3, 1, 5. Achso, muss ich aber erst noch umstellen, ne?
Okay, warte, ganz kurz. Kann ich das nicht... Ja. Ich weiß, ich hab's noch nicht, aber es bleibt auch nicht stehen. Okay, ich muss mal die anderen Symbole raussuchen. 3, 1, 5 heißt also zum Beispiel Stock mit Uhr. Ja. Scheiße! What an evil plan. Isn't it? Could you say that again? We got cut off. No. There, I just saw the exit, which means this is where we say goodbye. Farewell, game. Enjoy your new cardboard home. Farewell, Rainbow Butterfly. He disappeared into the ground. How will we be able to follow him? Vielleicht kann man ja hier durch. Let's have a look around this street scenery. Ah, was war da? Oops. I think you managed to... Oh, the ground isn't there anymore. But where did the characters go? There's the exit! Sherlock, I'm going to fall. Hold on, Watson. The world is ending. Everything is fake. I am fake. London is probably on a fault line. I'm going to get us out of this mess. Ah, darn it. We can't leave them there like that. Let's try to get them to safety quickly before leaving. Ja, sag ich aber auch, ne? Da müssen wir nochmal schnell einfach was rumdrehen oder so. Geht nicht! Nix zum Drehen! Hier ist auch nichts, ne? Okay. Ich bin hier einfach auf der falschen Bildschirmseite. Ich muss was von oben machen. Wie kriege ich das denn wieder hin? Hier den Mond. Ah, vielleicht kann ich den irgendwie benutzen. Ne. Das ist nicht. Na gut, okay, also von hier kann ich nichts machen. Das muss doch eigentlich mit dem Kram hier unten irgendwie was zu tun haben. Mach ich das Haar noch? Nee. Okay. Ah! Da ist ja die Klappe! There you go. It wasn't that hard after all. We just opened the passage for you. Go ahead, Mr. Holmes. Jump! There's something for you to land in on the other side. Jump! Hold on, Watson. We're going to swing over to the hole. 3, 2, 1. Well done, Holmes. What an extraordinary leap. This bathtub just saved our lives. Da haben sie sich schön die Animationsphasen gespart. Geschickt. But the jump animation must have been amazing. Okay, user. Now that they're safe, we can leave. Goodbye, gentlemen. We apologize for the inconvenience. Let's go! Geil! Okay, das war's auf jeden Fall jetzt für diese Session. Aber wir gucken noch weiter, oder? Ich denke, das geht noch weiter. Natürlich. Legend of the Secret. Legend of the Secret? Ah, this still isn't our dimension. Getting home is going to be more complicated than I thought. So. Is that the start button? Ja, aber ich drücke ihn nicht. Ja. Na, kommt noch was?
Okay, Spiel. Gut. Wow, das war toll. Das war ein super tolles Spiel. Ich werde das auf jeden Fall noch weiterspielen. Ich werde es auch durchspielen. Das macht einfach zu viel Bock, um es jemand anderem zu überlassen. Das darf niemand spielen, außer mir. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Holt's euch, wenn ihr Bock auf sowas habt, noch. Ne, bin ich ja nicht durch. Also ihr könnt noch ein bisschen weiterspielen als ich. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich dieses wunderschöne Spiel, das ja eigentlich gar kein Spiel ist, auspacke und euch zeige. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit dem restlichen Rocket Beans Programm. Bis dann und tschüss.